Hallihallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge auf der Obergräbach hier im LS19. Kleiner Versprecher. Gut, ja, ihr fragt euch bestimmt, wieso wir jetzt am Tag leider schon so weit sind. Das hatte den Grund, dass ich leider eine Folge, also was heißt leider, ich habe eine Folge aufgenommen und die Folge ist dummerweise verloren gegangen. Ich weiß ehrlich nicht, wo die hin ist. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht. Deshalb muss ich jetzt nochmal, ja, eine Folge aufnehmen, dass heute auch eine kommt. Ist dann zwar leider schon ein bisschen im Tag vorangeschritten, aber ja, ich hatte in der Folge, wie ihr seht, den Futtermischwagen ausgetauscht. Gestern kam ein Mod raus, den habe ich mir angeguckt und den fand ich wirklich ganz interessant. Wie ihr seht, mit Anzeige. Ich habe schon ein bisschen Stroh reingefüllt. Für den anderen, der hat ja nicht so wirklich funktioniert und ja, deswegen habe ich mir gedacht, tausche ich den aus. Ich finde den auch ganz geil, so mit Bandlaufwerk und alles. Ja, deswegen habe ich den erstmal gekauft und wir haben noch was anderes gekauft. Also ich habe den Schwader getauscht. Ich fand, dass der Schwader, den wir vorher hatten, ein bisschen zu lang war und da wir ja eher kleine und ja, sehr kurvenreiche Felder hatten, ja, habe ich den lieber erstmal getauscht, weil ich war von dem dann doch nicht so überzeugt. Und den hier fand ich schon, ja, ganz nett eigentlich. Der kam übrigens auch gestern raus. Also, für alle, die es noch nicht wissen und den haben wollen, der kam gestern als Mod raus. Ja, den haben wir uns auch mal gegönnt. Wie ihr seht, regnet es, deswegen habe ich schon ein bisschen vorgespult. Ein bisschen, ja, ich habe mir einen Helfer organisiert, der schon mal das Feld hier bearbeitet. Der ist aber eben gerade fertig geworden. Der hat das Ganze schon mal, ja, gepflügt, tiefen gelockert, kann man sehen, wie man will. Auf jeden Fall ist das Feld jetzt hier schon mal fertig gepflügt. Wir setzen den jetzt schon mal hier drüben an, dass der hier auch gleich weitermachen kann. Dann ist er vielleicht, wenn das dann nachher endlich mal aufhört, fertig. Ich wollte hier eigentlich weitermachen. Falls ihr euch erinnert, war hier nur die eine Hälfte reif. Deswegen musste ich das erstmal stehen lassen, das Ganze. Und ja, jetzt ist es reif. Und wenn das dann nachher endlich mal aufhört zu regnen, die Sonne ist ja schon da, aber es wird bestimmt erst gegen Abend so sein. Ja, dann können wir das Feld hier noch schnell fertig machen. Und ja, ich war jetzt erstmal hier oben bei. Ich habe gedacht, ich hole euch da mal wieder ein bisschen dazu. Ich wollte ein bisschen Silage machen für die Kühe. Das ging ja das letzte Mal so ein bisschen schief. Nee, das ganze Gerät wollte ich nicht abkoppeln. Genau. Deswegen, einmal Stroh habe ich schon drinne. Ich werde jetzt mal fix zum Händler fahren. Und Heu holen. Und dann können wir mal, weil es ja eh regnet, aber wir können auch ein bisschen vorspulen, um ehrlich zu sein. Also, wir könnten noch Zeit mal 15 nehmen. Vielleicht hört das ja nachher auch zu regnen. Dann können wir das Ganze vielleicht nachher noch weitermachen mit dem Dreschen. Aber dann holen wir uns jetzt erstmal zwei Heuballen. Die können wir dann erstmal mit reinhauen da. Und dann machen wir erstmal Mischration, weil die Kühe, die haben ja sowas noch gar nicht gehabt hier. Die kleinen Ladies, die sollen ja auch endlich mal ein bisschen mehr Produktivität an den Tag legen. Ich meine, 80% ist ja okay, aber wir wollen die volle Auslastung. Ne? Wir wollen 100%. Wir wollen ja schließlich mit Milch auch ein bisschen Geld machen. Dafür sind die ja am Ende dann auch da, die Kühe. So, ich glaube, es hat aufgehört zu... Ne, regnet doch noch. Da sind wir schon mal. Ballen, zwei Heuballen. Ja. 1300, ne? Also wenn das nachher aufhört, dann werden wir auf jeden Fall mal sehen, dass wir unsere Wiesen gemäht kriegen. Dass wir da auch ein paar Heuballen rauskriegen. Das kostet ja dann doch auch immer ein bisschen Geld, sich die zu kaufen.
Und wir haben unsere eigenen Felder, also muss das ja nicht unbedingt sein, die Vorsicht, dass wir da extra Kosten haben. Deswegen, wenn das nachher aufhört, sollten wir langsam zusehen, dass wir dann auch mal unsere Wiesen zu Heu machen. So, ist ganz gut, dass das hier so einigermaßen eben ist. Wenn wir hier relativ locker hochfahren mit den Heuballen, schlagern die nicht so in der Gegend rum. Wir können vielleicht gleich nochmal nach einer Mission gucken, ob wir da vielleicht irgendwas Interessantes finden für uns. Ah, schon um 5 jetzt, ne? Ah, wird nachher auch bald wieder dunkel. Ah, ob wir das noch fertig kriegen, weiß ich nicht heute mit dem Dreschen. Also in der Folge definitiv nicht, aber am heutigen Tage. So, wenn ich jetzt vorne rumfahre, fahre ich wieder in den Trigger rein. Das muss nicht sein. Also fahre ich mal lieber hinten rum. Mist, oh Gott, oh Gott. Mist, haben wir auch schon ein bisschen was, ne? Ich werde mal gleich gucken, wie viel wir davon schon haben. Gucken mal kurz. Also ich will die da jetzt nicht abstellen, das ist klar. Heusilage, Wasser, Stroh. Ja, produziert. Ach da, Mist. 9000 Liter und Gülle auch schon 13.000. Ja, gut, da ist jetzt einer runtergefallen. Natürlich doof, ne? Weiß gar nicht. Ja, jetzt wieder rübergefasst. Macht man ein Heu rein oder zwei Heu? Ich glaube, zwei Heu, ne? Fällt der eh runter. Wir die eh einzeln nehmen. Wir können ja erstmal ein Heu reinmachen und dann gucken wir mal. Fast den neuen Mischwagen kaputt zu fahren. Na, das hätte ja noch gefehlt. So, rein, ja. So, wie ihr seht, haben wir dann jetzt auch ja, 7800 Liter drin, ne? Stellen wir erstmal kurz hier hin. So. Es wird dann wahrscheinlich heute auch, ich weiß nicht, ob ich das eben schon mal gesagt habe, wahrscheinlich, ja, was heißt wahrscheinlich, es wird eine ruhige so Folge, als es eigentlich geplant war, aber wenn es regnet, gut, dann ist das nun mal leider so. Ganz 100% rein, ne? Also 100 wären wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob das 1900 Liter wären oder. Oh. Ah, irgendwie passt das gerade nicht so. So, wir gucken mal kurz rein hier. Das wird zwar noch nicht voll sein. So, machen wir die Leiste an. Hat beides voll, ne? Relativ, aber wir liegen bei 11.000, also bei 63%. Ich werde mal noch einmal die Lage reinfinden. Ja, ich weiß leider nicht mehr, wie das war, ob man zwei Stroh und ein Heu oder zwei Heu und ein Stroh reinmacht. Da bin ich leider ein bisschen überfragt, um ehrlich zu sein. Muss auch ganz ehrlich gestehen, ich mache das, also ich habe das im LS19 bis jetzt noch nicht so oft gemacht, deswegen weiß ich gerade auch nicht mehr. Da muss nur ein Heu rein. Gut, dann machen wir noch den anderen Heu rein und dann soll das gut sein.
Bisher habe ich Kühe im LS19 wirklich noch nicht so oft gehabt. Deswegen, also ich weiß, dass Stroh, Heu, Silage ist klar, aber ich weiß oder ich vergesse öfter mal, ob, warum will er denn nicht ran, ob das zwei Stroh und ein Heu ist oder andersrum. Da bin ich mir oftmals unsicher. Deswegen, also ich spiele LS oft, aber jetzt nicht jeden Tag. Und Tiere. Als Tiere habe ich eigentlich auch nicht so oft, um ehrlich zu sein. Deswegen kann ich das immer ganz schlecht einschätzen. Aber ist auch nicht schlimm. Ne? Man gibt das ja auch mal ehrlich zu. Ist ja am Ende keine Schande. So, ich hoffe ja mal, dass ich mich jetzt nicht wieder blamier. Ne, das sieht ganz gut aus. Wir haben Mischration. So. Wir mischen dann das Ganze nochmal gut. Wir haben 96%. Ich hoffe, dass da jetzt Mischration rauskommt. Ja, Mischration. Kinders, wir haben Mischration. Es war eine schwere Geburt. Gott sei Dank. Also, jetzt wissen wir, zwei Heu, ein Stroh, Restsilage. Okay. Also wird Zeit, dass wir wirklich, guck mal, die erste Kuh kommt auch gleich ran da. Schickt sie erstmal einen Bauch voll und denkt sich, du Idiot, endlich. Ja, ja. Gut. Dann haben wir das. Dann können wir den auch wieder ausschalten. Gott sei Dank. Ja, dann werden wir definitiv an diesem Tag nichts mehr dreschen. Das werden wir, oh Gott, werden wir wahrscheinlich dann erst am nächsten Tag machen können, weil das langsam dunkel wird. So, wir lassen den mal kurz hier stehen. Gucken mal, was er hier so treibt. Ja, sieht gut aus. Wir können dann doch aber schon mal den nehmen. Ja, irgendwie ist das heute. Ja, wenn ich viel zu tun ist, das ist wie auf Arbeit. Ne? Wenn ich viel zu tun ist, passieren die meisten Fehler. Habe ich gehört. Und so ist das hier auch. Na gut, eigentlich können wir den auch hier dran lassen. So, holen wir nochmal fix unser Gewicht. Ja. Fahren wir mal hier runter. Hier sind wir noch gar nicht runtergefahren, glaube ich. Gut. Haben wir wieder eine Weisheit mehr an den Tag gelegt oder bekommen, wie man das auch immer so sagt. So, wir werden uns dann mal hier fix die Sämaschine schnappen. So, müsste ja noch ein bisschen was drin sein, ne? Ja, ja. Wir werden mal dann alle Fenster hier wieder ausmachen. Das ist ja schön, dass der das schon so gemacht hat. Dann können wir ja schon mal fix ansehen. Also ich hätte ganz gerne noch eine Runde Sojabohnen, dass wir noch auf ein bisschen Geld kommen. Na ja, gut, hier oben hat er geschlammt. Aber gut. Das ist dann halt so. Gott, wird das dunkel. Wir sollten dann jetzt vielleicht auch mal auf Stufe 1 machen. Ja. Doch jetzt relativ schnell dunkel geworden. Ja, ich hoffe ja mal, dass wir dann von den Sojabohnen auch ein bisschen was von der Klinge. Ich meine, wir müssen ja eh erstmal sehen, wie unsere Ernte allgemein ausfällt, jetzt vom Raps her. Das haben wir ja noch nicht mal abgegeben, geschweige denn abgeerntet. Ah, ist alles sehr eckig hier. Vielleicht sollten wir das mal
alles ein bisschen abrunden hier. Weiß ich nicht. Kommst du mit dem mit der Sämaschine wirklich schlecht rum? Auch so dieses Eckige hier, das gefällt mir hier alles nicht so. Gut, wenn du jetzt nur gerade hoch und runter fährst, dann ist das ja nicht so schlimm, aber so mit Vorgewende und alles. Sieht immer so abgebrochen aus, wenn du die hier so richtig einen abquälen musst. Und das sieht ja nicht nur so aus, das ist ja am Ende auch so, aber so, hier auch wieder. Ich finde das ein bisschen doof. So, ich hätte immer ganz gerne wenigstens einmal Vorgewende. Dass das ja einigermaßen ordentlich aussieht. So. Wie wir aber fort waren, muss ich mir noch mal überlegen, weil ich will euch jetzt nicht ja im Dunkeln und zwei Folgen lang ansehen antun. Das war, glaube ich, eher ein bisschen unspektakulär. Wie gesagt, ich werde hier überall Sojabohnen raufknallen. Ich denke mal, wenn das angesät ist, werde ich zum nächsten Tag vorspulen und dann werde ich euch wieder dazu holen. Ist, denke ich mal, eine bessere Sache, weil so, ja, gefällt euch das, glaube ich, nicht so wirklich und mir irgendwie auch nicht. Und ja, wie gesagt, viel haben wir heute leider nicht geschafft. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, dürft ihr ganz gerne einen Daumen nach oben da lassen, lasst auch gerne ein Abo da, tut euch nicht weh, tut mir nicht weh und ja, schaut gerne öfter mal rein. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.